Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder in No Man's Sky. Wir haben ja ein paar Missionen schon abschließen können. Für den Atlas fehlt uns jedoch hier Planetenzoologie. Auf 10 Planeten alles scannen. Und wir befinden uns gerade auf einer Raumstation, weil wir ja hier das Schiff gefunden haben zum Verkaufen. Ah, das ist die falsche Seite. Das werden wir jetzt erstmal verkaufen. Und dann auf den Raumstationen mit den ganzen Leuten reden, um Wörter zu lernen. Und noch von System zu System fliegen, um die Planeten ein bisschen zu scannen. Müssen wir immer mal landen, suchen wir uns irgendwas aus. Auf Anomalien zum Beispiel, also anormale Planeten, ist meist nur eine Tierart, da würden wir dann schneller vorankommen, aber die müssen wir halt erstmal finden. So, jetzt haben wir nicht unser richtiges Schiff, das ist aber jetzt schon mal belastend. Dann reden wir jetzt hier mit den Leuten, gehen auf unseren Frachter und steigen in unser richtiges Schiff. So. Dann bekommen wir auch ein paar Wörter. So, einfach zweimal hintereinander schnell eins drücken. Das reicht vollkommen. Irgendein Wort lernt man immer. Welches ist völlig egal. Das haben wir am Anfang etwas vernachlässigt. Und wenn wir das jetzt nachholen. Ah, der wusste direkt, dass ich mit ihm sprechen will, hat sich direkt umgedreht. Ah, das ist ein Wissenschaftler, das ist natürlich gar nicht gut. Der gibt uns kein Wort. Beiden müssten wir noch ansprechen können. Weil die Atlas-Mission, da brauchen wir Meilensteine. Können wir nicht einfach so komplett abschließen. Müssen wir uns die jetzt erstmal verdienen, die Meilensteine. Wollen wir mit dem? Ja, den haben wir. Und jetzt einmal zum Achter. Da wo unsere Goldbasis steht, also unsere Goldfarm, können wir zum Beispiel auch hin. Das Tier haben wir gescannt, aber da ich nicht weiß, wie das System heißt, müssen wir mal kurz hin. Wo ist jetzt unser Schiff? Das steht nicht mal hier drin. Ah, und nach der letzten Folge ist hier ein exotisches Schiff gelandet. Sieht zwar sehr seltsam aus, aber das habe ich uns mal gekauft. Gucken, ob wir das behalten oder nicht. So, aber wir wollen unser richtiges Schiff. Das hier. Einmal einsteigen. Dann jetzt ab zu unserer Goldbasis. E, A, C. Wir könnten ja auch mal nebenbei Mission laufen lassen. Damit wir irgendwie die Traumantenne langsam mal bekommen. Dann
damit wir unser lebendes Schiff auch in Angriff nehmen können. So. Ausgeglichen. Ist doch, ach, oh. Seeschiffe. Ja, das müsste ja gehen. Dann leveln die auch gleich ein bisschen. So, speichern und ab zum 6-Eck-Planeten. Weil wir müssen die hochladen, damit die als entdeckt gelten. Klicken und jetzt registrieren. So. Dann haben wir jetzt eine erledigt. Eins von zwei kartiert. Dann müssen wir jetzt da, wo unser Frachter steht, haben wir aufgehört. Von da erkunden. Ja, am einfachsten. Weil die anderen sind eigentlich keine. Also wir können gucken gehen. Aber ich glaube, das sind keine Anomalieplaneten, auf denen es wenig Spezies gibt. Nicht, dass wir dann Atlas-Mission machen und uns ein Meilenstein fehlt. So. Wie viele Tiere gibt es denn hier? Achso. Machen wir so. 9. Wir haben gar keins. Selten Boden, Luft, unter Wasser. Okay. Dann werden wir weiter. Dann gehen wir jetzt einfach direkt Frachter und erkunden von da aus. So, speichern. Zum Schiff runter. Steht genau da. So, was haben wir hier eigentlich für Planeten? Utopisch, faulend, blühend. Das heißt Terraforming, giftig, blühend. Dann ab ins nächste System. Ist der mich jetzt auch? Nein. Ah, jetzt. Wir werden einfach alle erkunden. Hier in der Nähe. Gut ist. Werden wir bestimmt einige finden. Bei 9 oder 10 Spezies ist es ganz schön schwierig, die dann meist die letzte zu finden. Also zwei Planeten, ein Mond. Jetzt hier. Isotopisch. Frequenz erhalten. Was ist jetzt kaputt? Die haben uns zurückgelassen. Verpflichtet ihnen zu folgen, aber ich weiß, wo das enden wird. Wenn du das empfängst, folge meinen Koordinaten und sichere den Standort, falls es nicht
Rückschaffe bitte. Mein Raumschiff verarbeitet die Koordinaten aus der Nachricht des Fremden. Die Übertragung ist mit der Zeit schwächer geworden, doch der Standort scheint gültig zu sein. Ach nee, Nautilus-Mission. Ziel außerhalb des Systems. Ja, die kann ja jetzt auch erstmal warten, die Mission. So. Da sind natürlich beide dahinter, weil wäre es nicht irgendwie klar gewesen. So. Oh Gott, ist der Planet groß. Planet. Okay. Ionischer Mond. Also auf so einem Dampfplaneten war ich noch nie. Also können uns den ja mal als erkundet holen und dann auch direkt gucken, einfach wie viele Tiere es da gibt. Wir werden erstmal eine andere Mission auswählen, damit das hier nicht so nervt. Müssen wir mal gucken. Dampfplanet. Stimmt, ganz nach Nebel. Und aktive Vulkane oder sowas. Oh Gott. Oh. Ist wieder so ein Bergplanet, der ist doch nicht wahr. Kann man hier irgendwo landen? Was zum... Oh, das sah eben aus wie ein Mensch. Kann man hier denn landen? Ja, nö, kann man nicht. Super. Ist hier ein Gebäude? Könnte man da vielleicht landen? Ah, wer hätte gedacht, dass das so schwer ist, hier zu landen? Doch hier ein bisschen freie Fläche wird es wohl geben. Hier können wir landen. Okay, das sind 16 aufeinanderfolgende Missionen, so wie es scheint. Unten stand Atlas-Sequenz 1 von 16. Und das ist die Unterwasser-Mission. Tropische Stürme gibt es hier. Da sind Tiere. So, 1 von 5. Zwei von 5. Dann werden wir jetzt mal unter Wasser gucken. War ein bisschen flach hier, aber... Hinten ist was. Okay, so eine. Nicht die Pflanze gescannt, das war gut. Oh nee, da sind wieder so super schnelle. Oder sind das die? Ja, das scheinen die zu sein. Oh nein, lass dich doch scannen. Ja Gott. Hä? Scannen. In den Fisch. So, 4 von 5. Noch eins unter Wasser. Wir suchen nur rote Punkte. Nee. Dann müssen wir mal gucken. Gewöhnlich in der Luft. Ah, okay. Dann ab nach oben. Da ist unser Schiff. Vielleicht finden wir das Tier.
Also ist es ja in der Luft. Was war denn? Ebener Kristall. Da ist es. Zack, 5 von 5. Alle 5 Spezies entdeckt. Zwei haben wir, 8 müssen wir noch. Obwohl es hier mehr Tiere gab, war das jetzt gar nicht so schwierig. So. Ab ins nächste System, würde ich sagen. Weil die anderen haben sich ja nicht so spannend angehört. Die anderen Planeten hier. Ja, auch gucken, wir müssen ja jetzt eh reisen, wo diese Wassermission ist. Vielleicht ist die ja hier in der Nähe. Da wir eh in ein anderes System müssen. Ach, aber da waren wir schon. Ja, das ist ja doof. Aber dann können wir da gleich nochmal gucken, was es auf dem Planeten gab. Und wenn es eine Unterwassermission ist, sind bestimmt fast alle Tiere auch unter Wasser. Was, oh ja, ich habe keinen Bock auf den Frachter, komm. Ich habe das Spiel kaputt gemacht, weil unser Frachter jetzt hier rumsteht. Irgendwann immer ein Frachterkampf. Ja, hättest du mal die Güte zu landen. Aber der kann uns ja trotzdem die Belohnung geben. So ist er nicht. Datenspeisung, Sequenz erhalten. Quelle unbekannt. Schon wieder. Aber haben wir doch. Was ist denn jetzt kaputt? Plötzlich mal geworben. Oh, okay. So, bezahle uns fürs nichts machen. Antenne. Also, was ist das hier eigentlich jetzt für ein System? Ach ja, da waren wir ja. Das ist ja gut. Dann machen wir jetzt diese Unterwassermission. Dann haben wir die bestimmt getriggert, weil wir die andere Mission letztens abgeschlossen haben. Wo ist es denn hin? Also, wie soll man hier eine Unterwassermission machen? Das ist ein Schiff. Ein Solarfighter. Mal gucken, welche Farbe der hat. Na, immerhin kann er krass schweben, also. Doch, wir kommen ans Schiff. Das Ding sieht ja scheiße aus. Hm. 7 Millionen, ja gut, wir kriegen eh nur 70%. Auf Nasch. Auf einem Steinplaneten suchen wir das Wasser. Gibt Sinn. Immerhin wenig Schwerkraft, kommen wir gut voran. Nee. Also mal lang? Nee, hä? Echt? Oh, jetzt schickt er uns wieder einmal im Kreis und dann landen wir trotzdem beim Schiff, oder was? Oder wir nehmen das Gebäude hier.
So, speichern. Könnte man natürlich voll cool mit seinen Fahrzeugen rumheizen. Oh, unter Wasser S. Haben wir doch aber, oder? Was ist denn das hier? Unter Wasser. Und es steht natürlich nicht dran, was? Aber ich denke mal S. Sieht genauso aus, also. Wie ging denn hier wieder einpacken? Lager. So, so, so. Echo, was? Oh Gott, ich habe es nicht gelesen. C-Scan. Raumschiff, ja. Oh, da fahren wir doch. Haben wir ein Portal in dem System? Aggressive Wächter. Ach, hier gibt es auch Wächter. Ja, gibt noch andere Planeten. Also wo haben wir geparkt? Dann Mist. Nein. Erreiche das Raumschiff des Fremden. Na gut, dass ich da geparkt habe. Das hätte ich es geahnt. Voll gut, wir kommen richtig weit mit dem Jetpack. In 1 durch. So, wir müssen bestimmt mit dieser komischen Kugel quatschen. Einfach mal machen. Ja, zwar jetzt nicht geblinkt, aber wir suchen mal nach Gütern. Wir haben was bekommen. Das ist doch jetzt aber. Das sind Güter. Reiche des Raumschiffs des Fremden. Hä? Das ist nicht das hier. Sehr seltsame Sache. Ein Notrufsignal erreicht. Was ist das Schiff? Auch davon wird das nicht angezeigt. Raumschiff des Fremden. Ja, was geht denn jetzt hier nicht? Müssen wir das mal ausprobieren. Ja. Hm, einfach mal alles öffnen jetzt hier. Scheint ja das Richtige zu sein, nur interessiert es das Spiel nicht sonderlich. Weil wir sind ja nun bei dem. Hä? So. Bettelt um einen Rettungsversuch, riet jedoch gleichzeitig davon ab, benutze den Scanner, um Weg zu folgen. Ja, aber ist doch hier. Wird ja sogar oben angezeigt. Dass es das hier ist. Da ist ein Wächter. Da ist unser Schiff. Es gibt ja hier auch nichts anderes. Achterwurf. Schädigte Maschine. Notrufsignal 25 U. Ziel erreicht. Oder geht das nicht, weil das blöde Ding schwebt? Aber es wird doch hier angezeigt, das Symbol. Raumschiff des Fremden, nicht dieser Planet?
Ergibt voll Sinn. Dass er uns zu dem schickt und dann fällt ihm auf. Oh, wir müssen auf einen anderen Planeten. Boah, wie konnte ich nur? War eine Scheißmission. Dass man die trotzdem machen muss, selbst wenn man diese blöde U-Boot schon hat. Ja, jetzt kommt es wieder ungefährer Standort. Wir müssen hier irgendwo landen und keine Inseln. Nee. Da ist eine Insel. Haben sich auch super überlegt. Oh, Wasser können sie nicht landen. Oh, schicken wir sie zu Fuß über den Planeten. Schmerzhaft heißer Regen. Feindselige Patrouille. Der Planet ist ja ideal. Ich jetzt da. Ach, da sind bestimmt wieder diese komischen Viecher. Die war letztes Mal nicht. Wie tief ist das? Nee, das ist ja mal voll falsch. 100 U tief. Wie viele Tiere gibt es hier? 9, viel zu viele. 100, das ist natürlich echt gut. Eine Unterwasserbasis. Wir sind schon wieder unter Wasser, warum auch immer. So. Ist natürlich prima, dass das sonst so ist. Boah, Alter, hier hätte man doch auch landen können, oder? Das guckt ja fast aus dem Wasser raus. Landung nicht möglich. Ja, leck mich. Ich land hier einfach. Schade, geht nicht. Also, wir suchen. Ja, was suchen wir eigentlich? Ein abgeschürztes Schiff unter Wasser. Daneben ist eine kleine Kammer. Aber jetzt tauchen wir schon wieder. Und dann kriegen wir das Rezept für das U-Boot. Yay. Haben wir ja schon. Was ist das weit weg? Ist jetzt natürlich super nervig. Aber auch null voran, also. Immerhin noch schneller als das blöde U-Boot. Ich keine andere Insel, ne? Ja, oh. Was macht der denn für eine Scheiße? Du sollst auf dem Wasser, Mensch, ist Kinders. Jetzt haben wir uns verfahren. Oh, lang. Ach was. Ups. Raumschiff in Reichweite. Ach, nehmen wir das da. Mensch ist genau. Was für ein Schrotthaufen. Nix wert. So, lass uns wieder zurück hier. Oh, die Lampline, yay, haben wir ja schon. Oh, das echt jetzt. So, danke, darfst jetzt wieder abreißen. Besser. Steht unser Drecks U-Boot hier rum. So, nächste Mission. Mach hin jetzt hier.
Ist Nachtzeit. Echt jetzt? Teste das U-Boot. Oh nee, ey. So, reicht das jetzt? Erkunde die Tiefen. Wer wo denn? Ein Scanner. Super. Jetzt müssen wir hier einen Dreckscanner einbauen. Ich habe so keinen Bock auf das U-Boot, ne? So. Wo können wir jetzt zu Fuß hinschwimmen? Wo müssen wir hin? Super präzise, diese dumme Quest, ne? Suche nach Expedition. Ich habe keinen Bock, hier im Wasser zu verbringen. Ist einfach mal ein Scheißdreck. Kriegsmuscheln braucht keine Sau. Ist das eine Scheißmission? Auf Spuren der Expedition. Ja, wo denn? Ich will hier nicht Stunden verbringen. Also mal im Ernst. Das Wassergebäude lokalisieren. Ah, guck mal, jetzt hat er die Drecksmission aktualisiert. Ja, scheiß an. Folge dem Sonarsignal. Ja gut, und wo ist das? Lass mich raus hier aus dem Scheißding, ey. Oh, wo ist denn da? Lokalisiere das Gebäude. Mhm. Ja, sehr präzise Angelegenheit hier schon wieder. Kein Gebäude. Das da. Sauerstoffbeutel. Oh, ey, diese Unterwassergelumpe da. So. Geil. Zeig. Ah, da zeigt er mir was an. Ich wollte es markieren. Scheiße. Dreck, ey. Fünf, ja komm, leck mich, ey. Das ist nicht deren Scheiß ernst. Ja, getrickst Nautilon, hier, ja. Nein. Jetzt das Signal weg, ey. Ah. In einer Farce mit ihren komischen Missionen, ey. Nur in die Länge gezogen. Gut, jetzt machen wir halt eine Unterwassermission. Ist ja eigentlich nicht geplant. Schade, dass man mit seinem Frachter hier nicht drauf schießen kann. Bewaffnung und man kann nicht auf die Planeten schießen. Das ist echt ganz schön tief. Sturm, ja, war ja auch ein Sturm.
Welcher Brände interessieren? Also das Ding zu steuern ist so eine Kunst für sich. Da ist das Gebäude. Wie tief ist das hier? Boah. Der Frachtabwurf 83. Rechts unten steht 119. Was denn nun? 83 wäre auch gut tief. Ach, warte. Ja. Machen Sie eine Dreckswaffe ein? Also damit kann man die auch nicht töten, ist ja geil. Wie custom kann man die töten, ey? War. Unverwundbar, die Dinger. Ja, ist mir jetzt auch voll unbewusst eingegangen. Scheiße, da. Machen Sie eine Unterwassermission. Sie können sich da auch super nicht bewegen. Ja, komm, wir haben doch das Drecks-U-Boot. Was will er noch von uns? Oh, ein Hochleistungs-Scheißkacke. Wir sind so weit weg von dem Müllhaufen. Wer hätte das gedacht? Warum die Haufen Scheiße denn geparkt? So. Cool. Echt jetzt? Wo ist der Bauplan jetzt hin? Nutzt das Hochleistungssonar? Ja. Was zum... Und wo ist es? Ey, dieser Haufen. Scheiße, ne? Ist das Ding, was wir eingebaut haben, oder was? Ich könnte kotzen. Das Logbuch der Crew, echt jetzt? Hab ich das Frachter? Gebäude? Was soll ich einen versunkenen Fracks? Ja, und was? Ah, Frachter. So, wo ist das Scheißding? War ja 8 Minuten. Ey Gott, haben wir keinen verbesserten Antrieb hier oder so eine Scheiße. Antrieb. Und das ist Ladeeinheit. Oh, irgendeine Drecksladeeinheit hier. Ist nicht deren Scheiß Ernst. 8 Minuten, da kann ich auch hinfliegen. Aber. Oh, Alter, lass mich nach oben. Oh, Alter, bleib doch oben. Diese Steuerung von diesem Haufen Scheiß, oder? Hier ist nicht eine Insel. Der ganze Planet kotzt mich an.
Da fahren sie 8 Minuten dumm geradeaus mit dem Drecks langsam U-Boot, ey. Ist nicht deren Ernst. Gut, das werde ich dann gleich rausschneiden, diese 8 Minuten des Todes hier. Ich hoffe, ihr habt eure Mission auf einem besseren Planeten, wo es ein paar Inseln gibt. Weil das hier ist ja Katastrophe. Nicht eine Insel. So, willkommen zurück. Wir sind jetzt nun endlich da. Das war bisher die schlimmste Mission ever. Wir mussten echt 9 Minuten Echtzeit mit diesem Drecks-U-Boot fahren. Wenn nichts. Ja, so, aktualisiere die Scheiß-Mission. Echt jetzt? Okay, ist nichts zu Ende. Versunkenes Gebäude, echt jetzt. Wie weit müssen wir diesmal? Nochmal 4 Minuten. Bis gleich. So, willkommen zurück. Wir sind jetzt endlich bei dem verlassenen Gebäude. Hoffentlich endet das gleich da. So, aktualisiert die blöde Mission. Vielleicht müssen wir jetzt auch noch den Tempel suchen. Ah. Mhm, war ja klar. So, Hochleistungssensor. Versunkenen Gebäude, wow. Echt jetzt? Ja, bis gleich. So, nächste Gebäude. Ich weiß nicht, ob wir das noch machen müssen. Das ist mit Abstand die schlimmste Mission ever. Spaß ist was anderes. Fertig jetzt, ey. Boah, echt jetzt. Das geht immer noch weiter. Noch ein Gebäude ist nicht der. Also, ich werde den ganzen Tag hier auf diesem Drecksplaneten verbringen. Ist diese Scheiße jetzt... Ja, wieder fast 3 Minuten. Bis gleich. So, nächstes schwachsinnige Gebäude. Und ich habe herausgefunden, wie wir dieses Ungeheuer aus der Tiefe da, das Monster, töten. Und zwar mit dem Minenlaser des dämlichen U-Boots. Boah, ey. Diese Drecksmission. Eine Zeitverschwendung. Ja. Noch 100 Gebäude oder so. Und natürlich ist hier nirgends eine Insel, damit wir unser Schiff rufen könnten. Das heißt, wir dürfen den ganzen Drecksweg auch wieder zurück. So, Überreste der Crew immer noch. Wow. Oh, wir dürfen noch mehr skinnen und noch weiter. Wow. Ja, geil. Bin jetzt super. Ausgekundschaftete Distanz.
Echt scannen, 100 Meter fahren, scannen oder was? Oh ne, wir haben Signal entdeckt. Wie weit ist es weg? Gut, bis gleich. Wo? Oh, neues Gebäude. Einen Helm bekommen. Oh. Ein Tauchhelm. Oh. Oh, was jetzt? Ist sie fertig jetzt oder was? Oh, ja, sie ist hier nicht mehr. Oh, geil. Sind endlich fertig mit dem Scheiß. Mal Planeten erkunden, ein bisschen Tiere scannen und was ist? Man landet im Meer, ey. Ist ja wohl Härte. So. Und nur noch eine Insel finden, um den Dreckshaufen hier. Ich lass mich raus jetzt hier. Da ist einer. Super, ey. Hier wieder wegzukommen ist eine Kunst für sich. Hoffentlich ist die nicht zu weit weg. Ich fliege uns dann in der Raumstation. Bis zur nächsten Folge dann. Jetzt. Oh nein, Scheiße. Wächter. Tief genug. Ja, wo ist er denn? Oh Gott, das ist nicht tief genug. Na super. Agro-Wächter. Aber wir müssen ja auch irgendwie unser Schiff rufen. Im Kampf kann man das nicht rufen. Ja, wieso sieht der mich, obwohl ich unter Wasser bin? Ja, oh nee, lass mich jetzt mein Schiff rufen, los. Geklappt? Ja, weg hier. So. Wo ist die blöde Raumstation? Oh Gott, da hinten. Wie gut, dass er, Alter, den Antrieb langsam macht. Nee, ey, ich hab keinen Bock auf die. Noch schnell landen. Also anstatt Tiere zu scannen, haben wir die komplette Nautilon-Mission gemacht, die auch super entspannt ist. Aha. Also wenn da einer mehr Spaß dran hat, freut mich das für ihn, aber die ist ja so nervig und langgezogen. Gut, dann werden wir hoffentlich beim nächsten Mal eine andere Mission machen und weiter scannen. Dann bedanke ich mich trotzdem vielmals für das Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Und dann bis zum nächsten Mal.